Tür zu! Mach doch einer mal die Tür zu, bitte! Wer kennt nicht so einen genervten Ruf? Hat ihn schon tausendmal gehört oder selbst schon tausendmal ausgerufen? Wer sehnt sich nicht gleichsam nach mehr Ruhe und nach Abgeschiedenheit? Manchmal ist es einfach zu viel, was auf uns einstürmt. Schule oder Beruf fordern uns, rauben uns die letzte Kraft. Und zu Hause geht dann häufig der Wahnsinn weiter. Da streiten sich die kleinen Geschwister oder die eigenen Kinder. Oder aus dem Nachbarzimmer wird man mit viel zu lauter Musik zugedröhnt. Oder mit dem, was derjenige, der sie hört, dafür hält. Tür zu! Mach doch einfach mal die Tür zu! Mitunter ist es gar nicht der reale Lärm, der zu uns drängt, der einen solchen Ausruf uns nötigt auszustoßen. Auch die Nachrichten, die wir aus der Zeitung, dem Radio oder dem Fernseher empfangen, können dazu führen, dass wir einfach unsere Ruhe haben wollen. Jetzt tobt schon ein Jahr dieser schreckliche Krieg in der Ukraine und die täglichen Bilder werden nicht besser. Und auch die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien ist medial ständig präsent. Da kann man verstehen, dass man einfach die Tür hinter sich schließen möchte, um alles Negative draußen zu lassen. Es gibt ein Maß an negativen Meldungen und Emotionen, das nicht überschritten werden darf, wenn man selbst keinen seelischen Schaden davontragen möchte. Tür zu! Mach doch einer mal die Tür zu! Eine Tür wie eine Zugbrücke, welche man schließt, wenn alles andere zu viel ist oder alle anderen zu viel sind. Ist Jesus eine solche Tür, hinter der man sich verschanzen kann, wenn man einfach seine Ruhe braucht? Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem 10. Kapitel, die Verse 7 bis 10. Wir haben eben im Lesungstext die Verse 1 bis 6 gehört und jetzt kommt sozusagen die Fortsetzung. Da begann Jesus noch einmal: Amen, Amen, das sage ich euch. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die von mir gekommen sind, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner Fülle. Liebe Gemeinde, die Tür in unserem Gleichnistext ist keine Stahltür, hinter der man sich verschanzen kann. Und auch keine Tresortür, die man nur mit einem komplizierten Zahlencode öffnen kann, der nur wenigen Auserwählten bekannt ist. Es geht hier nicht um Abgrenzung, sondern um Zugang. Sehr selbstbewusst sagt Jesus hier: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Es ist den sogenannten Ich-Bin-Worten aus dem Johannesevangelium gemeinsam, dass Jesus jeweils mit einem hohen Sendungsbewusstsein und einem daraus resultierenden Anspruch heraus diese Worte formuliert. Der johannäische Jesus ist nicht bescheiden. Er sucht nicht erst seine Rolle. Er hat sie durchaus schon gefunden. In den drei ersten Evangelien, den sogenannten Synoptikern, von Matthäus, Markus und Lukas, tritt Jesus deutlich zurückhaltender auf. Er macht weniger Aufheben um seine Person und fordert mitunter direkt dazu auf, über ein soeben erlebtes Wunder Stillschweigen zu bewahren. In der biblischen Wissenschaft
besteht weitgehend ein Konsens darüber, dass das Johannesevangelium zuletzt geschrieben worden ist. Vielleicht am Ende des ersten Jahrhunderts, vielleicht auch wenige Jahrzehnte danach. Um das mal zeitlich einzuordnen, dann sind wir 30 bis 50, 60 Jahre nach den drei anderen Evangelien, so Pi mal Daumen. Es könnte sein, dass mit der Eigenständigkeit der christlichen Gemeinden auch das Zeugnis von Jesus selbst gewachsen ist. Aber was bedeutet es, wenn Jesus hier postuliert, er sei die Tür? Gibt es am Ende aller Tage zwei Schlangen, in die man sich anstellen kann? Die eine Schlange steht vor der Tür mit der Aufschrift für Christinnen und Christen. Wer durch diese Tür geht, der kommt geradewegs ins Paradies. Und auf der zweiten Tür steht dann Juden, Moslems, Hindus, Buddhisten, Atheisten und der ganze Rest. Und wer durch diese Tür geht, den verschlingt der Abgrund der ewigen Hölle. Und wer es gerne noch etwas komplizierter haben möchte, der könnte vor der Tür mit der Aufschrift Christinnen und Christen auch noch einen Türsteher postieren, der kontrolliert, ob man immer brav seine Mitgliedsbeiträge bezahlt und sich auch sonst regelkonform verhalten habe. So oder ähnlich hat sich die Kirche, Klammer auf, primär die katholische, aber durchaus auch die evangelische mitunter, den Zugang zum Paradies vorgestellt. Heute kein Eintritt, geschlossene Gesellschaft, hätte man auf ein zweites Schild daneben schreiben können. Und es wird schnell deutlich, dass ein solch propagierter, exklusiver Zugang Menschen ausgrenzt und man dadurch nur bemüht ist, den eigenen Machtanspruch zu zementieren. Eine solche Kirche gleicht den Dieben und Räubern, welche die Schafe stehlen und schlachten wollen und vor denen unser Text ausdrücklich gewarnt hat. Ein zweites Modell, das in der Theologie lange vertreten wurde und bis heute noch viele Anhänger hat, geht gleichsam von zwei Schlangen vor den beiden Türen am Ende aller Tage aus. Auf dem ersten Schild steht jedoch diesmal für alle wahren Christinnen und Christen und für alle, die ansonsten auch noch christlich gelebt haben. Und in dieser Schlange sieht man folglich neben ganz vielen Christinnen und Christen auch noch ausgesuchte Vertreter anderer Religionen. Dieses Modell ist im wahrsten Sinne des Wortes offener, moderner, wird den Ansprüchen einer zusammenwachsenden Welt gerechter. Aber es hat gleichsam seine Tücken. Denn auch hier gibt es eine zweite Tür für alle übrigen, die dann auch wiederum ins Verderben führt. Und was gibt mir, was gibt Ihnen die Gewissheit, den Ansprüchen, die man an wahre Christinnen und Christen stellen muss, gerecht zu werden? Ich kann für mich selber sagen, dass ich mich redlich bemühe, christlich zu leben. Und doch ist das Scheitern ein ständiger Begleiter in meinem Leben. Wer ehrlich mit sich umgeht, der wird immer wieder Situationen im Alltag bemerken, wo die Selbstliebe größer war als die Nächstenliebe. Und zu allem Unglück gibt es ja auch noch häufig Situationen, da dachte man, das Richtige zu tun, was sich aber im Nachhinein als das Falsche herausgestellt hat. Oder wir haben etwas getan, das war für die Hälfte der Menschen positiv und für die andere Hälfte negativ. Werde ich also, wenn ich an dieser zweiten Tür stehe, hineingelassen ins Paradies oder doch abgewiesen? In den letzten Jahrzehnten ist ein drittes Modell populär geworden in der Theologie. Da gibt es nicht
die zwei uns schon bekannten Türen, da gibt es viel mehr Türen. Und jeder kann sich anstellen da, wo es ihm gerade passt. Wo er sich behaglich fühlt, sich zu Hause fühlt. Und alle Türen führen ausnahmslos zu Gott. Eine schöne Vorstellung, dass man nicht nur selber seinen Platz im Paradies sicher hat, sondern alle seine Lieben dazu. Unabhängig davon, ob sie den höchsten religiösen und moralischen Ansprüchen gerecht geworden sind oder nicht. Dieses pluralistische Modell hat in der Tat viele Vorteile. Aber man kann auch kritisch anmerken, dass so der Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet wäre. Wenn kein Weg mehr falsch ist, ist dann tatsächlich ein Weg im wahrsten Sinne noch richtig? Und wie sähe eine Gesellschaft aus, in der man völlig konsequenzenlos leben könnte? Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Zählt jetzt doch das christliche Leben aus dem ersten oder zweiten Modell? Oder kann es noch eine andere Deutung geben? Vielleicht kann uns die letzte Aussage Jesu aus unserem Text auf die richtige Spur verhelfen. Ich bin gekommen, um Ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Ein Leben in seiner ganzen Fülle, das ist ein Leben in Vollendung. Und diese Lebensfülle verspüre ich nicht in besonders geglückten Momenten meines Lebens oder in Augenblicken, die ich als rauschhaft schön erlebe, sondern die Vollendung erfahre ich erst im Angesicht des eigenen Todes. Dann schließt sich mein Lebenskreis. Er wird rund. Und wie Jesus durch seinen Tod hindurch zu unser aller Vater gelangt ist, so werde auch ich diesen Weg zu Gott gehen. Das ist für mich die eigentliche Tür, durch die wir hindurch Zugang zu Gott bekommen können. Und ich habe die Zuversicht, dass mich einst Jesus an die Hand nehmen wird, damit wir gemeinsam durch diese Tür gehen können. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Amen.